Moin Leute, was geht? Ich habe ja im letzten Video schon so ein bisschen die Updates gezeigt, was reingekommen ist. Vor allem aber auch die große Quest, die jetzt neu drin ist, die so 2 Stunden geht und wir extrem viel XP bekommen. Wenn ihr es verpasst habt, checkt das Video mal ab. Aber wir gucken uns in dem Video mal ein bisschen mehr im Detail an, was reingekommen ist. Vor allem die Super-Level und so ein paar geheime Updates, die jetzt nicht jedem direkt auffallen. Zum Beispiel Map-Änderungen. Das gefühlt hat schon mehr passiert als in der gesamten letzten Season auf der Karte. Gucken wir uns alles in diesem Video an, Leute. Und wenn euch das Video gefällt, drückt mal einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und wenn ihr mich supporten möchtet, mit dem Creator-Code Oleg im Item-Shop, Leute. Dankeschön. Ich sage euch erstmal die Skins, die jetzt neu im Spiel drin sind. Und ich muss sagen, die Anime-Skins, das wird übrigens ein Echtgeld-Bundle werden. Also alle 3 Skins mit verschiedenen Styles, Spitzhacken und Backblinks. Aber ich muss sagen, dieser Anime-Style, ich feiere das halt übertrieben. Also ich hoffe mal, dass Epic Games irgendwann mal so Richtung Dragon Ball oder so geht. Also das heißt, wenn die irgendwo beliebt sind, wer weiß, vielleicht hat Epic Games dann irgendwie Bock, so Anime-Season zu machen oder so. Ich würde das so maximal feiern. Leute, sagt mal, was ist euer Lieblingsanime? Also wirklich so in den Kommentaren würde mich mal interessieren, so was muss man unbedingt gesehen haben? Bei mir ist es halt Death Note und Dragon Ball. Also die, bei die geht gar nichts. Also das ist absolute Favoriten. Deswegen würde ich mir die ganze Zeit die Dragon Ball Season wünschen. Das wäre so Hammer. Aber ich feiere die Skins. Die sehen richtig gut aus. Vor allem der Skin mit dem Hoodie. Der hat einen zweiten Style, wo sie den Hoodie abnehmen kann. Dann hat sie so Kopfhörer an. Den feiere ich richtig. Das ist auf jeden Fall so Main Skin Potenzial bei der da. Ist extrem cool. Ansonsten die anderen Skins, diese ganzen Oster Skins, die wir ja schon gesehen haben, haben wir ja gestern schon gesehen, Epic Games hat die ja selber schon gezeigt, das heißt, die sind nicht wirklich geleakt, aber so in-game, so wie die aussehen, sehen die schon ganz cool aus, aber die Anime-Skins, bis die kommen, bin ich sehr gespannt, was die kosten werden. Ich meine, 3 Skins, ich weiß nicht, vielleicht 15 oder 20 Euro sind, also ja, 20 Euro wahrscheinlich oder 25, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was das Ganze kosten wird, aber ich feiere das schon extrem. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Super-Level, Leute, und bei den Super-Leveln habe ich ja im XP-Guide-Video gesagt, dass wir Level 215 erreichen müssen. Das stimmt nicht mehr. Epic Games hat es geupdatet und wir müssen jetzt Level 225 erreichen. 10 Level mehr, aber wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir diese fetten Story-Quests bekommen, also diese Aufträge alle 2 Wochen, die uns dann nochmal so einen richtigen Boost geben von 7, 8 Leveln ungefähr. Und wenn wir das jetzt alle 2 Wochen bekommen, dann ändert sich eigentlich nicht viel. Also wir leveln sogar noch viel, viel schneller und auf 225 zu kommen, das sollte eigentlich relativ easy gehen, also wenn man die ganzen Aufgaben und alles Mögliche macht. Aber das sind auf jeden Fall die Super-Level. 9 Stück insgesamt gibt es, also das heißt für 3 Skins, für Tarana, Raz und für die Spire-Assassine. Für die gibt es 3 verschiedene Styles. Der erste Style, den wir drin haben, ist ein Chroma-Style, so ein Chrom-Skin, wobei der eher aussieht wie Stein oder wie so Titan irgendwie, keine Ahnung. Aber ich finde, die sehen ziemlich krass aus. Ich finde, die sehen besser aus als in der letzten Season, die Super-Level-Skins. Der zweite Style ist ein Runen-Style, das heißt, die sind immer noch so chrom-mäßig, also so silbern und bekommen noch diese Runen, beziehungsweise diese Muster auf ihrem Körper, die leuchten dann in so einer lilanen Farbe. Das sieht schon ziemlich cool aus, ist mein Favorit auf jeden Fall von allen 3 Styles. Und der 3. Style ist ein goldener Style. Also der ist einfach nur, der Skin ist einfach nur komplett gold und hat immer noch diese leuchtenden Runen. Wobei ich finde, das ist farblich jetzt irgendwie nicht so cool wie so ein Lila und Gold. Das passt meiner Meinung nach nicht so gut zusammen. Das hat man in der letzten Season ja auch so ähnlich. Diese Farbkombination, ich glaube bei dem Gladiatoren-Skin, das hat mir nicht so gefallen, dieses Gold plus Lila am Leuchten, aber der mittlere Style, dieser Runen-Style, den feiere ich extrem, das ist schon ziemlich cool und wie gesagt, Level 225 ist jetzt das Maximum, was unser Level angeht und beginnen tut das Ganze mit 110 natürlich, also ich denke mal ein paar von euch haben schon irgendwas freigeschaltet, wenn ihr euch im Battle Pass freigekauft habt. Jetzt gucken wir uns mal die Map an, was sich hier geändert hat und auf den ersten Blick fällt eigentlich fast gar nichts auf, also was neu ist, aber es ist ein bisschen was passiert und wir haben auch schon Leaks, was, also beziehungsweise wie es weitergehen wird, welche Veränderungen kommen. Als allererstes und das ist sozusagen der erste Ort von den Veränderungen ist diese Sheriff-Hütte. Die ist jetzt unscheinbar, ist jetzt wirklich nichts Besonderes passiert. Deadfire war hier eigentlich immer nur, der hat hier so ein kleines Camp gehabt, den wir besuchen konnten, ist ja natürlich ein NPC und der ist jetzt hier gerade eine Sheriff-Hütte am Aufbauen. Das ist natürlich erstmal nichts Besonderes, aber das Interessante ist, in den Game-Dateien wird dieser Ort als Fortified betitelt. Also Fortified bedeutet einfach nur so viel wie verstärkt. Also es ist ein verstärkter Ort. Und das Interessante ist, dass noch viele weitere verstärkte Orte hinzukommen werden. Und alle diese Orte grenzen an dem orangenen Bereich. Also alles, was hier quasi in der Zeit zurückgereist ist, an diesen Orten grenzen diese neuen Fortified, diese verstärkten Orte.
Und eine Änderung sehen wir bereits schon, und zwar in Pleasant Park. Pleasant Park wird nämlich ein Fortified-Ort werden. Ob es der ganze Ort werden wird oder nur ein kleiner Bereich, wissen wir aktuell noch nicht. Wir wissen nur, dass Pleasant Park sich verändern wird. Und hier sehen wir schon den Anfang davon. Das heißt, dieser Bereich wird jetzt quasi abgegrenzt und es sieht halt quasi aus wie so eine Art Verteidigung gegen diesen Urzeitort. Hier sind halt einfach nur so irgendwelche so Schrott, Gerümpel und so weiter. Hier ist einfach so eine Straßensperre aufgebaut worden. Aber das ist die erste kleine Änderung. Und die zweite, die wir im Pleasant Park bereits schon haben, ist das hier. Die Tankstelle ist hier zubarrikadiert worden. Und das Interessante ist, wie gesagt, dass der gesamte Ort als Fortified gilt in den Game-Dateien. Zusätzlich gibt es noch andere Orte, die quasi dieselbe Veränderung bekommen werden. Und einer von den Orten ist halt auch Sweaty Sands zum Beispiel. Also Sweaty wird ebenfalls fortified werden, also verstärkt werden. Und ich glaube, so rein storymäßig erinnert das Ganze so ein bisschen, als würden sich diese Orte gegen, naja, diese Anomalie, sage ich einfach mal, irgendwie verteidigen wollen. Weil dieser orangene Bereich, der in die Vergangenheit gereist ist, so zurück in die Zukunft mäßig, der grenzt ja hier einfach dran. Und die wollen sich wahrscheinlich einfach gegen diesen Bereich verteidigen und barrikadieren sich oder bauen sich auf, irgendwie so in diese Richtung. Und die nächsten beiden Orte, die verstärkt werden mit der Zeit, sind einmal hier Misty, also dieser Ort wird ebenfalls verstärkt und der grenzt ja auch quasi hier an diesen Turm an, ist relativ nah dran. Dieser Ort wird ebenfalls verstärkt und zu guter Letzt Retail Row. Retail Row wird ebenfalls noch eine Veränderung erhalten. Wir wissen aber natürlich noch nicht, wie das Ganze aussehen wird. Aber ich nehme mal an, dadurch, dass es in Pleasant Park schon so ähnlich aussieht oder in diese Richtung geht, dass es hierbei ebenfalls so in die Richtung laufen wird. Das heißt, vielleicht werden die Fenster verbarrikadiert, irgendwelche Straßensperren, irgendwie sowas in diese Richtung wird das Ganze sein. Also wie eine Art Verteidigung einfach gegen diesen Ort oder vielleicht gegen diese Spire-Assassine oder wer weiß, vielleicht einfach gegen diese Wildtiere und Raptoren. Vielleicht sind die ja dafür verantwortlich, dass sich jetzt aktuell jeder barrikadiert. Aber dieser Sheriff-Ort, der sieht ja noch ein bisschen im Aufbau aus. Also ich glaube, dass der sich auch noch mal in den nächsten Tagen oder Wochen verändern wird und nicht so bleiben wird. Weil ich meine, das sieht jetzt momentan nicht wirklich fortified oder verbarrikadiert aus. Das sieht ja nur ein bisschen im Aufbau aus. Also das hätte ja noch nicht genug Zeit gehabt, um sich hier alles aufzubauen. Ansonsten gab es noch ein paar weitere coole Updates. Erstmal ist die Schrottkanone jetzt im Spiel. Beziehungsweise sie ist noch nicht im Spiel, aber sie ist schon in Game-Dateien drin. Und wir wissen auch, wie sie aussieht und vor allem auch, was sie tut. Also sie verschießt quasi eure Materialien. Wenn ihr nichts anderes zu feuern habt, könnt ihr einfach diese Kanone mitnehmen. Vielleicht verbraucht sie auch zwei Slots, genauso wie die Bandagen-Bazooka oder die Slurp-Bazooka. Müssen wir nochmal gucken, weil von der Funktion ist sie eigentlich ziemlich ähnlich. Man hält sie halt auch so in diesen zwei Händen. Das haben wir ja im allerersten Trailer schon bereits gesehen. Das ist eine sehr interessante Waffe, ob man die überhaupt Bock hat zu benutzen. Mal gucken. Aber ansonsten, was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass es jetzt ein Switch-Update gibt. Die Switch bekommt ein Update, erstmal bessere Performance, also nicht 60 FPS, leider ist es nicht dazu gekommen, also immer noch 30 FPS, aber Epic sagt, dass es stabiler laufen soll und was auch interessant ist, ist, dass die Auflösung erhöht wurde, das heißt, das Spiel sollte jetzt auf der Switch sowohl am Fernseher als auch im Handheld-Modus besser aussehen. Also die Auflösung wurde, glaube ich, um 38% erhöht. Das ist schon eine Menge eigentlich. Und die Performance verbessert, das ist schon krass eigentlich. Aber auf 60 FPS kommen die einfach nicht. Also Switch wird es, glaube ich, auch nicht mehr packen, 60 FPS. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Switch Pro, wer weiß. Vielleicht dieses oder nächstes Jahr so 4K oder 8K. Nee, mal gucken, wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber eine Switch Pro wäre schon mal angesagt. Und zu guter Letzt, was ich irgendwie extrem krass fand, und das ist halt auch nochmal so eine sehr interessante Sache, wie Epic Games eigentlich arbeitet oder wie weit im Voraus die planen. Und zwar gibt es ja diese Staging-Server. Das sind einfach Server von Epic Games, wo die nächsten Patches testen. Das heißt, die probieren einfach vorher schon aus, so wie funktioniert der nächste Patch, läuft alles und so weiter, bevor wir denn dann spielen können. Und Leute, die testen jetzt schon Season 8. Also, die testen jetzt schon Patch 18.0. Das heißt, Patch 17 ist auch schon drauf, das heißt Season 7 ist schon drauf und Season 8 ist bei denen auf den Testservern drauf. Natürlich kann da niemand drauf gucken und sehen, was da jetzt drauf ist oder was da gespielt wird, aber man sieht, also die Leaker sehen zumindest die Info, dass Season 7 und Season 8 schon bereits quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, fertig sind, aber so weit im Voraus plant Epic Games und ich denke mal,
Die planen wahrscheinlich noch viel weiter, sag ich mal, auf Papier erstmal, wahrscheinlich schon Season 9 und 10 und Kapitel 3. Also bis Fortnite 3 rauskommt, bis dahin haben die wahrscheinlich schon alles geplant. Aber das fände ich schon ziemlich krass irgendwie, wie weit im Voraus eigentlich schon vorgearbeitet wurde. Weil wenn die jetzt Season 8 schon testen, das heißt ja eigentlich, dass die wahrscheinlich schon die Map drinne haben oder wie die Map aussehen soll, irgendwelche neuen Gegenstände, vielleicht Waffen, vielleicht sogar Skins, wer weiß, ne? Aber das ist schon ziemlich krass. So, damit haben wir, glaube ich, alle Sachen jetzt durch, die in diesem Update reinkamen. Super Level, neue Skins, Anime-Bundle für Echtgeld, Performance für Switch und natürlich die Map-Änderung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, so ein bisschen mehr im Detail. Und wenn ihr das letzte Video verpasst habt oder euch diese große Story-Challenge interessiert und ihr euch fragt, was ihr da machen müsst, checkt das letzte Video ab, Leute. Und Dankeschön fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!